Wann haben Sie denn angefangen, Fußball zu spielen? Theoretisch bin ich, glaube ich, mit 4 einfach ganz normal auf die Straße, so wie jeder Junge das auch angefangen hat. Aber im Verein erst mit 10 habe ich angefangen. Und wie lange spielen Sie schon hier und wie sind Sie zu Fortuna Düsseldorf gekommen? Ich bin in August gekommen, dieses Jahr. Ja, wie es dazu gekommen ist, in der Vergangenheit, Fortuna war immer ein ganz schwerer Gegner für uns. Und ich habe vorher auch hier gewohnt, in meiner Zeit in Gladbach. Und jetzt natürlich ein Verein, der sich in der letzten Zeit richtig gut entwickelt hat. Und ja, es war einfach ganz interessant für mich, neue Herausforderung. Und wie oft trainieren Sie in der Woche und wie lange? Wenn wir ganz normal am Samstag spielen, das heißt am Sonntag auslaufen, haben wir dann Montag frei und dann Dienstag ein Training und dann 2 Trainingseinheiten. Das heißt, wir kommen ungefähr auf 6 Trainingseinheiten. Hatten Sie schon mal anderthalb Stunden oder 2 Stunden, je nachdem. Hatten Sie schon mal eine schwere Verletzung? Für mich, was die schwerste Verletzung bis jetzt, Gott sei Dank, war, hatte ich mir einen Außenbandriss gehabt, einen Teil davon, und zum Glück keine OP. Das war für mich dann eine der schwersten Verletzungen bis jetzt, weil ich war dann richtig fast 2,5 Monate aus dem Geschäft. Ja. Wie finden Sie denn die Stimmung im Stadion? Geil. Es ist einfach geil, wenn es voll ist. Und es ist ein guter Gegner und ja, es gibt uns ganz positive Energie. Ja, die geben ja auch nicht auf, wenn sie auch zurückliegen oder so. Genau. Und ja, die Leute, die feiern uns, wenn wir auch Unentschieden spielen oder verloren haben. Das ist einfach sehr besonders, um sowas zu erleben. Ja. Kennen Sie denn die Toten Hosen persönlich? Nee, die habe ich mal ein paar Mal gesehen, handgeschüttelt, aber persönlich nicht. Haben Sie ein Vorbild? Das ist eine gute Frage. Nein, eigentlich nicht ein Vorbild. Ich meine, ich versuche selber ein Vorbild zu sein für die Jungen. Und das heißt dann für mich, um als Role Model mich einfach gut aufzustellen, kein Blödsinn machen und gut Fußball zu spielen. Und so, dass die Jüngere oder die Jüngere, die den gleichen Traum haben als ich, die ich jetzt erfüllt haben, so sein wollen wie ich. Das ist ja das. Ja, ja, glauben Sie, dass sich die Fortuna in der Winterpause mit neuen Spielern verstärkt? Das weiß ich nicht. Das weiß ich natürlich nicht. Wir haben schon am Anfang der Saison schon 18 Spieler gekauft oder geholt. Und ja, es kann immer. Ich meine, das ist natürlich ein Zeitraum, wo alle Vereine sich ein bisschen verstärken. Ich kann mir gut dabei vorstellen, dass es passieren kann. Ja. Welche Mannschaften steigen Ihrer Meinung nach ab und wer wird Deutscher Meister? Boah, super Frage, ne? Wenn ich das jetzt schon im Vorfeld sagen konnte, hätte ich das gesagt. Aber wir haben ein Ziel. Unser Ziel ist natürlich, drin zu bleiben in der Bundesliga. Aber es ist schwer, das merken wir natürlich, ja. Und alles ist möglich. Und natürlich, da oben geht es natürlich um Dortmund, Bayern und die Schalke. Und Leverkusen, das sind nur die Mannschaften in Stuttgart, die da oben mitspielen. Aber wer Meister wird, weiß ich nicht. Aber bis jetzt, für die Bayern München, sieht es natürlich gut aus. Ja, eine Frage zum Spiel gegen Hoffenheim. Was hat die Fortuna gestern gut gemacht, was nicht und was hätte man besser machen können? Ja, natürlich das Positive, dass wir diese negative Serie beendet haben. In der Bundesliga, wo wir 3 Spiele hintereinander verloren haben. Und ja, jetzt haben wir es natürlich beendet mit einem Punkt. Und ja, wir hatten es vielleicht besser ausspielen müssen mit einem Mann mehr. Aber in der Regel ist es immer so, wenn du mit einem Mann mehr spielst, ist es richtig schwer, weil der Gegner immer oder die ganze Zeit verteidigt. Und da musst du wirklich so schnell spielen, dass du da auch durchkommst. Und das hätten wir vielleicht besser machen können in bestimmten Situationen, aber es ist gegen 10 Mann ist immer schwer zu spielen. Wie haben Sie das Spiel gegen Gladbach erlebt? Rein Pokalspiel, man weiß natürlich nicht, wann das Tor fällt, wie lange das Spiel dauert. Und für mich persönlich war es natürlich geil, um reinzukommen, volle Buden war da und es war einfach richtig geil, um dann auch das einzige Tor zu machen. Ja. Für mich als Erfolgserlebnis hat mich natürlich schon einen Push gegeben,
positive Energie und es hat natürlich auch geholfen.